Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir haben Montag, den 14. Februar 2022, auch Valentinstag genannt. Dies nur als Information für alle, die da vielleicht doch noch einen Impuls benötigen oder wollen. Aber es geht bei mir natürlich nicht um in erster Linie persönliche Beziehungen, sondern es geht um Ökonomie, um Politik und um Wirtschaft. Und da nehme ich Sie gleich mal mit auf meine Internetseite bvmw-göppingen.de. Ja, kurz meinlehner.de, das ist die kürzeste Adresse, mit der man die Seite erreichen kann. Und was haben wir denn Neues? Es gibt am 16., also übermorgen, eine Veranstaltung mit Viktor Mendel. Viktor Mendel ist ein Finanzierungsexperte, kommt aus der Industrie. Man findet ihn auch auf LinkedIn, wer schon mal Kontakt mit ihm knüpfen möchte. Und es geht bei diesem Webimpuls um die Digitalisierung und die Globalisierung, vor allem in der Finance-Abteilung, Controlling- und Rechnungswesen-Abteilung bei Unternehmen. Und Viktor Mendel hat hier sein Konzept, das er mal vorstellen möchte und auch zur Diskussion stellen möchte. Es ist ein kostenloser Webimpuls und es geht einfach um den Austausch. Ja. Die Themeninhalte, die wir hier sehen, 60-70% aller Veränderungsvorhaben scheitern. Weshalb wohl? Warum ist die Anwendung von systematischem Change Management unausweichlich? Und warum Führungskräfte oft nicht die besseren Change Manager sind und die wichtigsten Bedingungen für ein erfolgreiches Change Management. Also, die Seite ist erreichbar unter meinlehner.de. Ich tippe das hier mal einfach geschwind ein. meinlehner.de. Okay, Sie oder ihr seht es. Und dann kommt die Hauptseite und da erscheint auch gleich diese Veranstaltung. Scrollt man etwas runter, dann sehen wir, es gibt eine Veranstaltung am wahrscheinlich 8.3. Ich bestätige heute noch mit Hermann Färber zum Thema Land- und Ernährungswirtschaft. Ein ganz wichtiges Thema. Ich werde davon in einem separaten Video berichten. Schauen wir mal etwas nach rechts. Da haben wir eine neue Pressemitteilung, ganz aktuell vom 11.2. Und zwar haben wir den Chef der Energieversorgung Vilsthal, kurz EVF, Herrn Dr. Bernhard, gefragt, wie es denn mit der Versorgungssicherheit im Landkreis aussieht, nachdem ja die Tagesschau.de bundesweit gemeldet hat, die Gasreserven würden nur noch um die 34-35% betragen. Wenn man den Artikel aufklickt, dann kommt man auch direkt drauf. Und in der Tat hat es Dr. Bernhard auch so bestätigt. Allerdings gilt es nicht für den Landkreis Göppingen. Hier wurde Vorsorge getroffen. Er hat also beruhigt. Das heißt, hier sind die Gasläger voll. Wir haben also durchaus, kommen wir auch, sollte es noch mal extrem kalt werden, einige Tage über die Runden, so seine Prognose. Ja, Sie finden hier Pressemitteilungen, die ich erstellen lasse, die ich schreiben lasse. Da geht es dann teilweise auch um politisch kritische Themen. Viele Unternehmen und viele Energieplaner und Berater sind im Moment, was die Genehmigungs- und Bearbeitungsgeschwindigkeit von sogenannten Fördermitteln Behörden, also zum Beispiel das Bundesamt für Außenwirtschaft, kurz BAFA, das ja die ESF-Mittel verwaltet, betrifft. Die sind mit den Nerven etwas angespannt. Weshalb? Weil die Behörden nicht vorbereitet wurden auf die Energiewende. Das heißt, die Behörden sind völlig überlastet, auch quantitativ überlastet. Diese
Anträge, dieses Füllhorn an Anträgen zu bearbeiten, eigentlich etwas sehr Positives, denn die Zahl der Anträge zeigt ja auch, dass die Menschen und die Unternehmen bereit sind, die Energiewende mitzugehen, und jetzt scheitert es am bürokratischen Hintergrund. Und das entspricht ja dann auch meiner These, die ich regelmäßig ja auch immer wieder postuliere, der Staat sollte eigentlich das tun, was er kann, und die Finger von Dingen lassen, die er nicht kann. Und wir können einfach, der Staat hat hoheitliche Aufgaben, der Staat hat meines Erachtens dafür zu sorgen, dass Sicherheit vorhanden ist. Er hat für Infrastruktur zu sorgen, Infrastruktur nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch im Digitalen, in der Gesundheit und vielen anderen Bereichen. Aber dann muss auf dieser Infrastruktur muss die Privatwirtschaft sich bewegen dürfen, und zwar möglichst frei bewegen dürfen. Und dann können solche Dinge nicht passieren, die im Moment passieren. Lesen Sie sich den Artikel durch. Es hat ein sehr, sehr erfahrener Ingenieur und Energieberater, Christopher Goelz von Visio Facto, hat hier freundlicherweise mal Stellung genommen und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, genau, das waren so die letzten zwei Artikel. Das Thema Inflation, das trifft hier den Mittelstand in der östlichen Region Stuttgart, Landkreis Göppingen, insoweit relativ hart, als neben den Energiepreisen, die nach oben geschnellt sind, hier auch durch ein neues Müllkonzept für eine deutliche Kostenerhöhung gesorgt wird, und zwar speziell für alle Haushalte, die einfach kurzfristig nicht umstellen können. Übrigens, hier kommt ein Gedanke zum Tragen, den ich in dieser Runde auch gerne einwerfen möchte. Und zwar, egal ob das jetzt um Datenschutz geht oder es um Müllvermeidung geht, ist egal, der Staat weiß, wie es nicht geht. Er ist meines Erachtens etwas zu kurzatmig, wenn es darum geht, wie man es richtig macht. Und zwar nicht nur, indem man den Leuten Auflagen macht, sondern indem man auch dafür sorgt, dass es richtig gemacht werden kann. Was meine ich hier konkret? Konkret meine ich einfach, dass nach wie vor wird die Industrie gestärkt, möglichst viel Verpackungsmüll zu produzieren, indem alles nur noch in Kleinstverpackungen gesteckt wird, und die sorgen einfach für Müll. Das ist ja ganz normal. Gut, das sagt man nicht, komischerweise einen gelben Sack stecken, ja. Aber es ist ja trotzdem Müll, und eigentlich bräuchte man doch auch eine Systemwende und nicht nur eine Energiewende, um hier erfolgreich zu sein. Und dann würde es den Haushalten auch nicht mehr so schwer fallen, sich schneller umzustellen. Das gilt natürlich nicht für den Kreis Göppingen, sondern das gilt natürlich insgesamt. Ja, Sie sehen, es gibt viele, viele Themen. Ich möchte allen danken, die bei mir Mitglied sind, die mich unterstützen, durch ihre Beiträge in den Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, von denen ja auch ein Teil zu mir fließt für meine Tagesarbeit, für meine politische Arbeit. Und ich animiere Sie auf diesem Weg deshalb einfach auch mit mir Kontakt aufzunehmen. Je mehr ich verstehe, wie Sie denken, desto mehr kann ich Ihre Gedanken auch transportieren. Und ich glaube, das ist heute mehr denn je wichtig. Das war's wieder zu diesem Video. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und wünsche eine gute Woche. Tschüss.